Philipp II. Und seine Spanier marschieren gegen Saladin und seine Araber. Kairo gehört jetzt uns. Hattin gehört uns jetzt auch. Medina, Bagdad, Valletta. Hoffentlich auch bald. Wobei man sich ja auch klar machen muss, das sind ja teilweise Städte, die haben sich diese Araber rechtswidrig, völkerrechtswidrig angeeignet. Valletta, das war doch ein Stadtstaat gleichermaßen. Also die würden wir doch quasi befreien. Wobei ich das jetzt nur nuschele und flüstere, weil wir womöglich nach Eroberung der Stadt auch aufgefordert werden vom Programm, von der Völkergemeinschaft, die dahinter steht, ob wir den Stadtstaat nicht wieder in seine Unabhängigkeit entlassen werden. Und ob Philipp II. Das dann machen möchte, weiß nicht. Vielleicht wird er auch einfach sagen, wir sind eher in der Lage, für die Sicherheit der Menschen in Valletta zu sorgen. Denn wer weiß, wenn wir ihnen die Unabhängigkeit geben, ob sie ihr Leben und ihr Hab und Gut beschützen kommen gegen den nächsten Usurpator, der dann hinter der nächsten Häuserecke hervorkommt und sie blöd anmacht. Ja, so kann man sich das auch zurechtbiegen. Hatte ich schon einen Propagandaminister unter euch an Land? In letzter Zeit etliche Kommentatoren unter YouTube-Videos, wo ich denke, ja, die Herrschaft namens Faustdick hinter beiden Öhrchen, die könnte ich durchaus einstellen. Als Propagandaminister am Hofe König Philipps II. Ernst gemeinte Bewerbungen dafür, postet sie bitte auf YouTube. Vielleicht mit einer Arbeitsprobe, irgendeinem coolen Spruch, der mir deutlich macht, dass ihr wisst, wie man gegenüber der Völkergemeinschaft auftreten kann. Sodass man so tut, als ob man allerwelts Liebling ist und in Wahrheit seine finsteren Pläne weiter fortsetzen kann. Hier in Kairo haben wir jetzt einiges mittlerweile gemacht. Als nächstes Wassermühle reparieren. Haben wir denn hier Reis- oder Weizenvorkommen? Haben wir nicht, aber reparieren geht ja schnell. Komm, wird getan. Wir könnten jetzt eine weitere Einheit kaufen, nämlich ein Missionar. Das machen wir erstmal nicht. Wenn wir einen Blick werfen auf Madrid. Apostelmissionare. Wir haben schon 4 Missionare, die sind gut, um die Conquistadore zu beschützen. Da sollen die auch bleiben. Hier sind jetzt mittlerweile 2 spanische Einheiten aufgetaucht. Das ist der Mameluk, der immer hin und her zieht. Und dieser Bauarbeiter. Gegner schwächen. Der kann auch weit schießen. Bis hierhin. Warum nicht? Hinterher. Und erstmal eine Runde abwarten. Conquistador ist ausgeheilt, kann auf die andere Seite. Der Handwerker kann Mission bauen. Plus 2 Glauben. Mine bauen. Missionen will ich gerne auf anderen Kontinenten bauen, aber hier an Ort und Stelle. Das muss nicht sein. Mine auch hier. Lagerungsturm setzt sein Werk fort. Den Handwerker jetzt hier hin und eine Bauernhöfe darstellen. 3 Bauernhöfe nebeneinander. Plus 1 Nahrung für jeden. Seht ihr auch am Tooltip. Plus 4 Nahrung jetzt. Coole Sache. Was ist das da oben für ein Feld? Grasland, das heißt. Können wir machen mit dem Conquistador, aber wir haben keinen. Wir haben keinen Missionar, der ihn da begleiten kann. Warten wir nochmal ab. Mit dem Armbrustschützen kann ich auf jeden Fall hier hinziehen. Zieht schon mal vor, ohne in Schussreichweite zu geraten.
brauchen mehr Missionare im Westen. Der kann bis zu dem Kollegen hinziehen. Mit dem Missionar ziehen wir erstmal nur hier hin. Dem setzen wir eine Runde aus. Den Krieger parken wir dort. Oh, unser Speer kann, also das ist KI-mäßig nicht so clever. Der Adlerkrieger geht nicht an Bord, sondern zieht an Bord eines Transportschiffes, das noch kampfschwächer ist, pendelt immer hin und her und wird allmählich abgemurkst. Das ist irgendwie kein Ruhmesblatt für die KI, sorry. Was könnten wir hier aufdecken? Und mit dem hier gehe ich zu dem Stammesdorf rüber. Der ist schon fast ausgeheilt. Hat 95 Gesundheit. Da kann man schon Richtung Westen begeben. Da müssen wir nicht länger warten. Und der hier hat auch mittlerweile... Der hat 90. Okay, da setzen wir noch eine Runde aus. Und eine Runde weiter. Medina. Ja, Saladin würde gerne Frieden mit uns schließen. Kairo und Hattin last ab. Das heißt, der Widerstand wäre gebrochen. Die würden uns zugehören. Ich will mir vorher noch Medina holen. Er wird uns ein besseres Angebot noch machen im Laufe der Zeit. Ganz automatisch. Medina ist eine große Stadt. Die holen wir uns auch noch. Und dann gucken wir weiter. Hier in Barcelona können wir jetzt auch eine Universität bauen. Arena wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Aquädukt ist fertig. Nahrungsüberschuss mit plus 10 durchaus ausreichend. Hier könnten wir den Händler bauen, aber das ist mir zu schade. Weil hier haben wir auch dieses tolle Lager, das wir weiter ausbauen können. Wir könnten einen weiteren Belagerungsturm bauen. Brauchen wir nicht zwingend. Konquistadoren dauern verdammt lange. Siedler ist angebaut, brauchen wir aber nicht. Arena, Waffenkammer, Universität. Das sind die Alternativen. Annehmlichkeit plus minus null, zumindest lokal in der Stadt. 25% mehr Kampferfahrung, Uni. Plus 2 Produktion, coole Sache. Uni. Wir hinken nämlich teilweise bei der Forschung schon dramatisch zurück. Wenn ich an Staaten wie die Römer denke zum Beispiel. Der Mameluk ist abgehauen. Wohin? Ich weiß es nicht. Auch der Bautrupp ist verschwunden. Jetzt ziehen wir allmählich hoch mit dem Belagerungsturm hier. Jetzt ziehen wir schon mal hier vor. Konquistador läuft hier hin. Hattin hat keine Stadtmauer. Ich ziehe trotzdem raus. Sollen wir auf der Straße bleiben oder hier oben drüber ziehen? Gen Medina. Aha. Ziehe ich hier auf dem Weg hier hoch. Und auch der
zieht hier schon mal lang. Er hat noch zwei Möglichkeiten. Hier könnte man eine Plantage bauen. Wird auch mehr Wohnraum bringen. Wir könnten auch hier den Regenwald fällen und demnächst irgendwas Cooles hier bauen dadurch. Können wir hier noch einen weiteren Bezirk errichten? Nein, die sind schon alle gebaut. Wohnraum fast am Ende. Wir reparieren aber den Kornspeicher. Aquädukt demnächst. Aquädukt, das wird sicher hier entstehen, ja, auf einem der beiden Felder. Sinnvollerweise glaube ich auf dem hier. Hier können die drei Farmen sich gegenseitig unterstützen. Dann ziehe ich den mal hier hin. Ein weiterer Bauernhof. Hier haben wir schon einen errichtet. Steinressourcen, Steinbrüche stehen hier bereits. Hier könnten wir den Dschungel gleich fällen. Das könnten wir machen. Und das nächste Bauprojekt in Kairo beschleunigen. Hier eine Mine errichten, dann wird der Handwerk aber aufgelöst. Wir könnten hier oben den Sumpf... Ah, schaut mal hier, das ist doch cool. Ich bringe den mal hier da oben hin. Soll er den Sumpf entfernen und dadurch für einen Nahrungsschub sorgen. In der nächsten Stadt. So, jetzt habe ich alle Missionare mal brav Richtung Westen transportiert. Und jetzt sind die Konquistadoren auf der rechten Seite ohne Unterstützung. Missionar erstmal hier hin. Den hier hin. Mit dem Konquistadoren bleiben wir noch außerhalb der Reichweite von Medina. Wir warten noch einen Moment ab. Also, Runde aussetzen. Runde aussetzen. Runde aussetzen. Ziehen wir schon mal auf eine Straße. Da sind wir nachher fixer unterwegs. Runde aussetzen. Runde aussetzen. Runde aussetzen. Und mit dem ist hier... Sind die Wale angeschlossen? Fischerboote, ja. Einfach nur mal rein hier. Runde aussetzen und dann nachher vielleicht auch den Dschungel gleich mal. Roden. Und der Speer hier. Dem geht's gut. Der Feind, der Azteke, ist weit und breit nicht zu sehen. Bereitschaft. Runde aussetzen. So, und mit dem wollen wir hier mal die Küste etwas erkunden. Scheint so vorgelagerte Inselgrüppchen. Oder gehört das vielleicht doch zum anderen Kontinent? Ich setze mit dem mal eine Runde aus. Ich könnte mir vorstellen, direkt auf den Krieger draufzuziehen. Oh, wie schön. Auf der Stammesdorf. Eine neue Bevölkerung, aber wo? Was ist das hier? Eine englische Karavelle? Vermutlich in Saragossa, oder? Oder in Madrid? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht auswendig gelernt. Es sieht nach Madrid aus. Es sieht schwer nach Madrid aus. Ja, wir haben in Madrid einen neuen Bürger bekommen. Das finde ich ja cool, weil die so unglaublich schwer zu bekommen sind in Madrid, weil wir so ein geringes Bevölkerungswachstum dort haben. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir.
So, eine Runde weiter. Und weiter die Araber beobachten. Ich habe auch die Forschung Ra-Segel beendet, könnten dann Fregatten bauen. Und es gibt kaum vom Menschen geschaffene Dinge, die der Natur auch nur im geringsten gerecht werden. Aber ein Segelschiff tut das. So, Fregatten. Marine Fernkampfeinheit der Renaissance. Wir müssen ja unbedingt die Land, wenn wir jetzt anfangen, diese Inseln im Westen zu erobern, dann sollten wir auch die entsprechende Marinemacht mitbringen, sonst haben wir ein Problem. Vieles können wir machen hier. Vieles, vieles, vieles. Industrialisierung. Wir haben leider bislang noch kein einziges Industriegebiet, glaube ich. Das ist für meine Spielweise, die ich sonst habe, total untypisch. Völlig untypisch. Weil alles andere brauchen wir auch nicht zwingend. Weltwunder habe ich alle nicht gebaut. Burgen brauchen wir nicht zwingend. Mittelalterliche Mauern. Den Pikenier haben wir schon abgeschworen. Den lassen wir links liegen. Normbauteile. Ich gehe mal einfach von links nach rechts. All das, wo ich weiß, dass wir es auf jeden Fall brauchen. Und dann beginnen wir mal mit dem Druck. Wir haben eine große Persönlichkeit bekommen. James Young. Industriezeitalter. Lystas Heurika. Für zwei zufällige Technologien des Industriezeitalters oder der Moderne aus. Dann wollen wir ihn auflösen. Alternative? Erschließt Öl ohne die üblichen Technologievoraussetzungen. Passiert das auch, wenn man ihn aus... Ach doch, das ist anscheinend ein Zusatznutzen, wenn man ihn auflöst. So verstehe ich das. Ich hatte auch die Ausrichtung Aufklärung einen Boost bei der Freischaltung. Prima. So, jetzt marschieren wir Richtung Medina. Der Konquistador hier. Zieht eins vor. Ja, wir können uns jetzt ruhig der Stadt nähern. Eins, zwei, drei, vier Felder, von denen aus wir angreifen können. Mit denen ziehen wir schon mal vor. Mit dem hinterher. Das Feld hier möchte ich gerne besetzen. Das dauert ein Weilchen. Dann setzen wir erstmal hier hin. Belagerungsturm hier hinterher. Mit den Missionaren. Missionare immer schön bei den Konquistadoren stehen lassen. Den haben wir gerade gezogen. Der zieht hier hin. Missionar hinterher. Hier haben wir einen Armbrustschützen. Ist das ein Hügel? Ja, da kann er nicht drüber feuern gleich. Den Konquistadoren können wir uns schon mal hier nähern. Mit dem ebenfalls. Ah, der braucht lange hier. Setzen wir eine Runde aus. Ziehe ich auf das Hügelfeld drauf.
lenke vielleicht sogar das Feuer auf mich. Mal schauen. Dann haben wir hier noch einen Armbrustschützen. Das ist ein Hügel und das da oben ist auch Flachland, ne? Ja. Ziehen wir erstmal da oben hin. Wenn wir mit denen gleich hier hinziehen, da kann ich mit dem Armbrustschützen eins vor und von da aus direkt feuern. Der kann auch schon direkt feuern, wenn er will. Dafür ziehen wir hier hin. Und können nicht feuern. Zwei Hügelfelder. Und der Mameluck steht drin. Na, das ist mir zu riskant. Erstmal nur hier hin. Und der Missionar hier. Der bleibt hier auf dem Konquistadorenfeld. Das ist gut für den. Ja. James Young, das ist der Wissenschaftler. Mit dem, den können wir jetzt so rüberbringen. Zu unserem Campus. Sind wir wieder im Westen angekommen. Jetzt hier mal drauf. Oh, ein arabischer Krieger unterwegs. Das ist ja ein Ding. Krieg mit den Arabern und hier in der Fremde treffen sich ein spanischer Späher und ein arabischer Krieger, ein Verwundeter. Klingt entweder wie ein ganz schlechter Witz oder wie die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft, wie sich Leute irgendwo in der Front im Winter miteinander Fußball spielen, aber ich glaube, das ist wieder eine andere Geschichte. Oder es klingt einfach wie, es klingt wie eine Geschichte, die wir erst deren Ende, wir erst in der nächsten Folge erleben werden. Das ist es auf jeden Fall. Wenn ihr Literat wärt, wenn ihr Schriftsteller wärt, wie würdet ihr diese Geschichte weitererzählen? Die Geschichte von dem spanischen Späher und dem arabischen Krieger, dem Verwundeten. Welches Ende würdet ihr dafür finden?